Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 20. Ja. Heute ist hoffentlich die letzte Folge der Vorbereitungsphase und ja, wir haben noch die 20 Weltmeisterschaft. Meiner Meinung nach für 2 oder 3 Spiele müssten das theoretisch sein. Okay. Dann haben wir damit jetzt erstmal verliehen. Ich hoffe wirklich, dass das auch wirklich jetzt die letzte Vorbereitungsfolge wird, weil ja, wieder wohl langsam Zeit, dass wir endlich mal zu den Pflichtspielen kommen. Vorbereitungsphase ging ja eigentlich schon lang genug. Okay, dann ist es wieder fit. Würde ich auch spontan noch gerne dann gegen GW Sonntag noch mal spielen lassen, weil er soll auch nochmal seine Spielpraxis vom Saisonstart bekommen. Okay, wieder sind wir fit. Fit und mein Fahrer beendet. Ist auch kein Anteil des Spielern. Harry sieht langsam verletzt, weil Harry sieht es mit Harvest. Okay, also er verpasst zwar das Freundschaftsspiel, aber ich glaube, es tut jetzt als unser Hund. Ja, würde ich gerne umändern. So. Das ist Frochheit. So, also für die geht es schon mal in ihrem Alltag los. Und unsere zweite Mannschaft verliert gegen Würzburger Kickers 3:2. Ach, schade. Akzeptiere ich. Verbessern wir was dann. Also ich spiele mit der roten Karte, weil er ist Spieler. Also mir kommt so vor, als würde der, der es entschieden hat, Fan von den Würzburger Kickers sein. Das kann ich mir ehrlich gesagt nie vorstellen. Geht's jetzt gleich an das Freundschaftsspiel gegen Sondheim. Das ist zum Beispiel in der einzigen Folge. Langweilige Geschichte. Wenn das wollen wir noch durchlesen. Ich muss dann
andere Seite stand. Ja. Also wir müssen hier auf jeden Fall jetzt nicht umbauen. Goretzka spielt heute. Nur dann sollte man auf. Alter, sind unsere Spieler erschöpft. Dann so. Moment. Es ist früh in den Nacht gekommen, dann ist wieder fit. Du bist immer noch verletzt. Also. So, wir müssen eigentlich so auch reingehen in die Partie. Halbzeit und führen gerade 1-0, aber gut. Gegen mit einer erfüllten Mannschaft lässt sie einfach auf. Nur, sie einfach nur sehr schlecht spielen. Gehen wir nochmal die Mannschaft. Und die Mannschaft einfach mal aufwärmen vielleicht. Wird sich wahrscheinlich nicht mehr groß lohnen, aber was soll man anderes machen, wenn die Mannschaft einfach komplett erschöpft ist. Ich hoffe, unsere Spieler haben jetzt beim nächsten Spiel eine bessere Fitness, weil oder mal ein bisschen frischer drauf, weil ich diesen Bereich bin. Ja, hier sind wir weiter. Also, dass sie sich nicht um die Tränks ihrer Spieler kümmern, also gerne machen. Drei Tage Perisic, 14 Wochen ab, 9 Tage noch Hernandez. Hernandez würde theoretisch zum DFL Supercup dabei sein. Also dann wäre er nicht mehr verletzt. Kommt man ihn wirklich groß spielen lassen? Man kann ihn überhaupt dann aus der Hand mitnehmen. Ich glaube, man merkt, ich bin schon so ein bisschen am Plan, wie wir im Spiel gehen in Borussia Dortmund. Gegner. Ölgrün. Und ein Kino. Änderung, das sind Jahreswertung. Wissen. Nur das Schwert. Ganz nächste Woche. Juan Bernat geht. Atletico Madrid. Jahreshauptversammlung FC Bayern. Aber das dürfte passen. Also,
So. Perry sind vorderen Rad frisch, aber können hier so ein paar Änderungen machen. So. Ich sehe schon kommen, dass das unser großes Problem wahrscheinlich wird im Laufe der Saison. Gegen wen muss unsere zweite Mannschaft? Gegen Uerdingen. Moment. Tja, Großkreuz ist bei Uerdingen gelandet. Wo so alles die Ex-Dortmunder Spieler landen. Lottie 1-0. Nochmal bei Lottie, so will man doch Fußball sehen. Okay. Hier muss man einfach loben. Aber hier muss man mal motivieren. Ja, wo geht raus? Da kommt wirklich so aufs Feld. Moment, da war der Falsche. Ja. Wieso? Und dann Abri raus. Kumano aufs Feld. Weil 8-0 weggeschossen werden soll. Müller, Blotti, Kimmich, Thiago, Boateng, Müller, Blotti. Ja. Das war das letzte Vorbereitungsspiel. Dann heißt es. Halt. Es ist das Team-Pokalspiel. Eltern angeschlagen. Okay. Und wir verlieren 4-0. Yay! Das finde ich ja klasse. Also ich glaube, wir müssen uns für uns bezüglich der zweiten Mannschaft auf jeden Fall nochmal was überlegen. Weil das ganz ehrlich gesagt nicht sein. Und Vereinsgelände. Erste Woche national viele ablösefreie Transfers. Viele Jenjak. Wer sieht das hier nicht mehr, oder? Hat schon lange keinen Verein mehr gehabt. Das geht schön auf 91. Aha, okay. Ja, ich würde sagen, wir müssen unsere Backup jetzt mal belasten.
Nach seiner Weltansicht ist noch immer leicht angeschlagen. Zur Belastung kann es sein, dass Verletzungen wieder auftreten. Ja, deshalb, okay, wenn man es so betrachtet, würde ich sagen, lassen wir ihn auf jeden Fall im Dortmund-Spiel zu Hause. Und werden dann entsprechend eben Karl dann Hernandez auf den Platz stellen. Je nachdem, wie es ihm da so geht, vielleicht sogar auf Start in der Startelf. Eins zu eins gegen Hansa. Ja, immerhin ein Punkt. So. Mag sein, dass es ebenfalls wieder ein überteuertes Angebot ist. Aber, ja, wenn wir die 40 Mille kriegen, dann können wir vielleicht sogar da noch die und da erweitern, weil weiter mit so einem vielleicht da jüngeren Ersatz holen. Da brauche ich mal lange. Und oh, ich bin nicht. Klostermann ist verletzt. Ah. Das gefällt mir alles andere. Wollen wir mal schauen. Jules ist ziemlich erschöpft. Nabel überhaupt nicht in Form. Bisschen blöd. Würde überlegen. Verdammt, wir lassen erstmal Glotze spielen. Wenn es ein bisschen bescheiden aussieht, werden wir enden. Was tun wir dann? Auf der 6. Die war jetzt extrem zerstört. Rechte Flügel haben wir, glaube ich, keine. Wir müssen einfach Reset spielen lassen. Ich glaube, das muss man dann für sagen. Das ist eine Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder unterwegs. Tschüss und bis zum nächsten Mal.